Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, ob ihr in der Station entscheiden solltet. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen, so easy peasy. Ah, doch, kommen wir, wisst ihr wie? Endlich kann Potatoes mal einsetzen. Hätte ich viel öfter einsetzen sollen bisher. Hätte uns vieles erspart. Ist einfach so. Da war ein Sternschnuppe. Gibt's also immer noch. Ah, wisst ihr, was ich machen kann? Haha. Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Ha. Oh. Na sowas, der kleine Tulin. Ich war so im Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann heißt diese das ja... Oh. Und ab, ich darf hoch, hat man mir erlaubt. Oh. Wusste ich's doch gleich, du bist genau der Richtige für den Einsatz, gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugst. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schafft. Schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes, ja? Ich bleibe hier und wünsche dir Glück. Aha. Dankeschön. Link und ich, wir kriegen das hin, versprochen. Ja, so ein bisschen tempelartig ist es ja jetzt, ne? Seien wir mal ganz ehrlich, es ist so ein bisschen wie ein Tempel gerade, ne? Nur halt eine Open World. Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit mit einem Begleiter. Das ist halt wie bei Wind Waker, da hat man das ja auch mit so einen neuen Fähigkeiten alles. Jetzt können wir hier... Whoop, und dann können wir... Los geht's. Und dann Windstoß. Eine neue Fähigkeit, die wir jetzt haben. Was bringen diese Steine hier? Ich kann die halt bewegen, das ist richtig. Ach so, ich weiß, was die mir bringen. Damit kann ich höher abspringen. Weil ich das da hinten niemals erreichen würde, wenn ich nicht höher abspringe, glaube ich. Perfekt. Hast du super gemacht. Okay, das ist der Weg für die Leute, die klettern. Die dumm sind. Oder? Warte mal, kann man hier auch vielleicht hoch? Vor allem, wie weit geht die Fähigkeit, frage ich mich gerade. Geht die da hoch? Ja, da hoch geht sie. Perfekt, dann geht sie auch bestimmt da vorne hoch. Okay. Ja, dann geht sie auch bestimmt hier noch hoch. Von hier können wir da easy rüber. Nur dann wird's schwierig. Ah ne, wir können dann... Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, auf geht's. Und jetzt können wir den ganzen Weg hier hoch durch dieses Ding. Das ist dafür da, damit man sich dumm fühlt, wenn man hier steht und sich fragt, wie geht's weiter und dann merkt, dass man diese Fähigkeit nutzen kann. Wenn man sie dann bis hier nicht genutzt hat, damit man sich schön dumm fühlt. Ich glaube, dafür ist das da. Ah ne, es ist ein Schrein da hinten, normaler wieder auf dem Weg, aber... Himmelsleiterinseln. Ja gut, so ein bisschen wie ein Dungeon ist das schon und wir sind jetzt so weit oben, das kann man nicht mal Oberwelt nennen. Ist das da hinten dieses Schiff, von dem die sprachen? Das ist eines dieser Schiffe. Interessant. Na? Ich würde schon sagen, das ist ein bisschen klassisches Zelda-Dungeon. Nur halt jetzt mal in der Open World, im Himmel. Also was mir noch fehlen würde, sind halt Räume, ne? Und Schlüssel und so Dinge und... Hi! Link!
Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Hoch. Das, was kann das sein? Das hat, ist mir auch direkt ins Auge gefallen, mein Guter. Ist das schon wieder Blutmond? Nee, ne? Sieh dir das an! Das ist ein Schiff! Hä? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie irgendwie... kam sie von irgendwo da oben? Ah, sieh mal, da oben in der Wolke. So riesig, ist das etwa ein Schiff? Das sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Oh. Genau, das ist wie im Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf dem Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Aha. Wie dem auch sei, auf nach oben, Link. Yay. Da hinten war das Schloss, ne? Müssen wir jetzt erst hier drauf, oder? Weil wir sind nicht hoch genug. Okay. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Ich hatte die Vermutung. Du wusstest nicht, dass es so hoch sein würde. Das muss ich zugeben. Holzpfeil, nice. Da kommen wir jetzt auch einfach wieder hier hoch. Ja gut, wir kommen hier hoch, wenn wir so machen. Diese permanente Angst, einen falschen Button zu drücken und runterzufallen. Ah. Springender Punkt. Oh, ja. Das wird jetzt lange dauern, mein Potato. Ja, lass mich raten. Ich muss mit dem Pfeil da reinschießen. Der Bogen ist doch nicht verloren. Ich dachte, der Bogen wäre verloren, aber ist er nicht. Ach, so ein alter Holzbogen. Ein bisschen Sorge, dass ich die Truhe verpasse.
noch mal ganz kurz was gucken. Auf dem Schiff hätte er die Truhe sein können, aber ist sie nicht. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen zu dem Schiff da vorne, was sich bewegt, glaube ich. Da vorne ist die Truhe, glaube ich. Oh ja. Das ist auch zu knapp. Ah, lass noch mal warten, bis es eine Runde gedreht hat. So, was ist da drin? Holzpfeile. Naja gut, meinetwegen. Ist nicht prinzipiell schlecht. Kann man machen. Moment mal. Das Tor ist aber zu da vorne. Lass mich raten, muss irgendwo auf so ein Ding schießen. Da drin war, ja. Haben wir alle Truhen hier gefunden? Ja. Bling. Im Ladebildschirm sieht es irgendwie extrem so aus, als gäbe es mehr Herzen als im vorherigen Teil. Also wären es 20 pro Reihe, damit 40 Herzen. So sieht es irgendwie aus, von der Breite und allem, von der Größe des Ladebildschirms. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich traue denen alles zu. Schon so ein bisschen wie ein Dungeon, nur ohne Räume halt leider. Das ist das Traurige daran. Leider ist es ohne Räume. Ist es nicht vielleicht sinnvoller, von hier oben loszufliegen? Hab ich ein bisschen mehr Höhe, nee. Eigentlich wäre der Weg da drüben ja der richtige, oder? Ja, mehr oder weniger. Was ist der richtige, was ist der falsche Weg, ne? Das kann man nie so ganz sagen. Glaube ich. Beta-Kriegerkonstruktoren stammt vom Kopf eines Kriegerkonstrukts aufgrund der Axtform zum Schneiden von Ästen und Pflanzen geeignet. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft spürbar. Wir sollten echt öfter diese Konstruktdinger mal nutzen für Waffen, ne? Aber das dürfte unsere Waffen deutlich verbessern. Wir laufen die ganze Zeit mit so schlechten Waffen rum. Ich glaube, das ist durchaus ein Problem, was wir lösen könnten. So, bevor wir da drauf gehen,
Muss aber warten, dass seine Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Weil ich glaube, dass wir da hinten hin müssen, zu den kleinen Steinen da vorne. Und da ist seine Fähigkeit unerlässlich für. Ich glaube sogar, man sollte es ohne die Fähigkeit schaffen. Ey, du hast mich gefunden! Bis dann, tschüss! Jetzt so die Frage, wie kommen wir wieder hoch? Ich weiß, wie wir wieder hochkommen, glaube ich. Ah, nee. Wir kommen hier nicht mehr wieder weg. Doch, wie kommen wir? Ja, nur wieder zum ganz Anfang. Hör mal auf. Danke, dass du aufhörst. Oh. So. Ich glaube, man sollte immer vorher bereit machen und dann losspringen. Ich glaube, das war der Plan. Ich mach's immer so ein bisschen anders gerade. Also schon okay. Da unten sind auch nochmal drei Steine. Da unten sind Eiszapfen, die mich vermutlich daran hindern, da hochzuklettern. Aber hier kann ich hoch, wenn ich möchte. Ja, wofür sind diese Steine gut? Da kann man nicht hoch, oder was? Aber das zu hoch ist, oder? Dann weiß ich, wofür die Steine gut sind. Ja. Er hat also ein Höhenlimit. Da kann man nicht hochklettern. Aber da vorne ist eine Truhe, die sieht aus, als wäre sie geöffnet, aber ist sie nicht. Sieht nur so aus. Ah, wir müssen nach da unten mit den Kisten das machen, aber das hier ist die optionale Kiste, die wir uns beholen können. Tja, der ist weg. Wir können auch einfach direkt darüber, aber ich glaube, das klappt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt von der Distanz. Ich glaube, hier können wir nicht hoch an diesem Ding. Aber wir können diese Dinger hier stapeln. Und dann wird das ganz große Ding dadurch. Weil was wir ja schon gesehen haben, die Höhe ist ja irrelevant, wie hoch das Ding, also wie hoch das Ding ist, durch das wir durchklettern quasi, ist ja egal.
Wichtig ist nur, dass wir nah genug dran sind, um das zu starten. Ah, das ist auch der richtige Weg, glaube ich. Das andere war gar nicht der richtige Weg. Oder ist es ein längerer Weg? Das kann natürlich sein. Da unten das. Ah, nee, guck mal. Das ist dann zu Ende da vorne, aber... Man kann von da vielleicht nach oben... Nee, kann man nicht. Das ist der richtige Weg, den wir gemacht haben. Okay. Du, hör mal zu. Los geht's. Und gib mir einen Boost. Okay, wir sind fast da, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Ende dieses Dings. Ah, nee. Geht noch ein bisschen weiter, aber wir sehen nicht mal so viele Inseln vor uns. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ein guter Wind. Ist es zumindest schon mal kein prinzipiell schlechtes Zeichen, wenn wir nicht mal so viele Inseln sehen. Was ist denn das da unten? Wieder so ein Konstruktding. Da will ich auf jeden Fall hin. Den will ich machen. Weißt du, den will ich einfach machen. Kann man den eigentlich mit Fähigkeiten auch bekämpfen? Kann man. Nice. Ach scheiße. Wie geil das ist, dass man das mit der Fähigkeit machen kann. Wo ist denn das Ding? Ach, das ist in der Mitte, ne? Das Schwein. Wo ist das Ding gelandet? Da. Das war auch gerade ein cooler Move, auf das Ding drauf zu gehen. Oh, der ist wieder oben drauf. Boah, war das knapp. Oh mein Gott. Nein, mir geht's nicht gut. Mir geht's richtig schlecht. Aber süß, dass der fragt. Eine Zeitbombe, die über einen Timer gesteuerte Explosion dieser Sonau-Bauteils kann andere Sonau-Bauteile aktivieren. Auch sehr cool.
Und das hier kann man wieder mit einer Waffe verbinden. Kann ich das eigentlich auch mit Bögen verbinden? Aber das kann ich nicht, oder? Nee, aber man kann das mit dem Schwert verbinden. Hui. Das Schwert sieht gar nicht schlecht aus jetzt. Alte Karte, eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort nur befinden? Also, Wind Waker. Untergrund, ah, im Untergrund, der auf der alten Karte. Oh, okay. Krass. Ich hab Wind Waker Vibes. Vibes, also. Ja, doch, Vibes. Vibes. Vibes ist richtig, das war das Wort, was ich suchte. Vibes. Also, so ein bisschen fühlt sich das an. Wie Wind Waker. Mit Karten und so. Ich weiß, nicht jedes Spiel mit einer Karte fühlt sich an wie Wind Waker, ich weiß, aber es ist halt ein Zelda-Spiel mit Karte. Ist auch cool. Oh. Aber da kann ich nicht mit dem Kopf durch, oder? Nee. Aber ich weiß, was ich machen kann, glaube ich. Oder? Ich glaube, ich kann dieses Ding dadurch schicken. Was ist das da? Oha. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber damit kann man vielleicht auch noch irgendwelche Truhen finden, die geheime. Mist. Achso, nee. Oh, okay. Die stürzen dann wirklich ab. Okay. Kakuda-Flügel. Der große, aber leichte Flügel eines Kakuda. An Waffen oder Pfeilen befestigt, lässt er sie beim Werfen bzw. Abschießen weiter fliegen. Kakuda-Auge. Visiert permanent bewegliche Ziele an. An einem Pfeil befestigt, erhöht das Auge die Trefferwahrscheinlichkeit, Kochriss mit Kleingetier und Medizin herzustellen. Oh, man kriegt den Loot, wenn er runterfällt. Das ist eine coole Sache. Das gefällt mir echt gut, dass man die Sachen scheinbar bekommt, wenn die runterfallen. Da haben sie echt gut drüber nachgedacht, weil wenn diese Viecher runterfallen, kriege ich ja gar nichts. Bitte? Aber die kriege ich, die Sachen. Zumindest das Auge kriege ich scheinbar. Oh, ich weiß nicht, ob man das können sollte. Oder ob ich da ein bisschen durchgebackt bin. Aber ich bin drin. Bin ich schon drin? Jupp. Boris Becker. Au, ey. Holzpfeile. Gut. Weiß auch nicht so viel, was hier. Also, so wertvoll war es nicht, was hier drin war. Der Stern. Das ist kein Stern, das ist Schnee. Ich dachte gerade, der Sternhimmel ist voll schön, aber. Das war nur der Schnee. Der Schnee ist aber auch sehr schön. Ich glaube, man sollte nicht hier durchkommen, ne? Ob das jetzt ein Emulatorfehler war, dass ich da durchgekommen bin? Oder ob das einfach ein Spielfehler war. Keine Ahnung. Aber wir kommen da ja relativ easy durch, würde ich sagen, wenn wir einfach nur Feuer machen. Ah, ne, es geht auch so. Sonst hätte ich einfach Feuer gemacht. Das hätte auch funktioniert. Los geht's. Passt auf einer der letzten Inseln scheinbar. Oder geht's hier noch an? Es geht noch deutlich weiter hoch mit den ganzen Schiffen da oben. Es geht noch deutlich weiter. Aber man sieht auch nicht mehr so viel. Das muss man halt schon sagen. Musik ist ein bisschen furchterregend.
Hier geht es doch noch ein gutes Stück weiter, wie man sieht. Oh, eine Kochstelle, wie schön. Na, das ist direkt ein Feuerstein daneben. Dann kochen wir mal ein bisschen. Wir können gar nicht viel kochen. Diese dramatische Musik. So Leute, wir sehen uns aber wieder im nächsten Stream, wenn es dann hier weitergeht, hoffentlich zum Ende dieses Parcours in den Sturm hinein. Was da auf uns wartet, keine Ahnung. Vielleicht ist das Boot da oben wirklich ein richtiger Tempel. Mal sehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!